Herzlich willkommen zurück. Ich würde sagen, wir holen uns mal eine geile Karre und tunen die ein bisschen auf. Und dafür habe ich mir diese geile Karre ausgesucht. Hatte jetzt einfach mal Bock auf so eine Karre, die so ein bisschen was aushält. Ich würde sagen, da schauen wir mal vorbei, fahren wir mal in so ein... Das ist so eine Waschanlage hier, ne? Ah, hier oben haben wir da was. Hatte jetzt einfach mal Bock, hier so eine Karre aufzutunen. Ich weiß nicht, mal schauen, was man mit der machen kann. Wird wohl schon was herhalten müssen. So ein bisschen wie, ja... Einfach eine geile Karre, 4 Personen passen rein. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was man mit der alles noch anstellen kann. So, hier müssen wir runter. Darf man auch direkt mal raus. Oh, was haben wir denn hier? Die sieht doch nicht schlecht aus. Na, hole ich mir ein andermal. Das ist auch keine schlechte Idee. Erstmal möchte ich die hier mir mal im Ammunition Shop anschauen. So. Komm mal auf die Garage hier, ein bisschen schneller. Und drinnen sind wir. Dann lass mal schauen, was wir hier schön aufleveln können. Panzerung. Oh, geil. Okay, 80%ige Panzerung haben wir gekauft. Bremsen, die besten natürlich. Motor, den besten, den wir uns natürlich leisten können. Das ist geil. Ja, das nehmen wir einfach mal. Ja, was ist dies? Neon Kids. Neon Anordnung. Front. Wollen wir so Neon? Nee. Scheinwerfer. Oder Xeon Scheinwerfer natürlich. Xeon. Nummernschild. Gelb auf Schwarz nehmen wir da. Die Lackierung. Ich weiß nicht, matt. Nehmen wir das Schwarz. Oder so ein Grau. Komm, wir nehmen so ein Grau. Oder auch so ein Metallic. Ne, komm, Grau matt. Tiefwillige Straßenfederung. Eine Sportfederung nehmen wir. Oder? Haben wir die? Renngetriebe für $10.000 einfach mal Turbo Tuning Reifen, oh yeah, Reifenzubehör, schusssichere Reifen. Den Rest brauche ich erstmal nicht. Erstmal einen Felgentyp auswählen. Irgendwas richtig Geiles. Die sehen super aus. Die nehmen wir. Felgen Farbe. Oh ja, yeah, so. So und nicht anders. Und die Fenster natürlich. Dunkles Rauchglas. Wahnsinnig geile Karre jetzt. Schaut sie euch an. Die werde ich aber auch erstmal gleich abspeichern müssen. Deswegen fahren wir in die Garage. Zack, zack. Alter, ist das geil. Schon der Sound, wie es aussieht. Richtig geil.
Die Scheinwerfer. Alter. Das ist doch nochmal eine geile Karre für Franklin, würde ich sagen. Gute Panzerung, Schüsselreifen. Was will man mehr? Wir heizen los. Das Dampfen hört sich ein bisschen komisch an, aber ist gut schnell die Karre, also kann man nichts sagen. Und die wird dann auch wahrscheinlich gut stabil sein, wenn wir vor der Polizei flüchten müssen. Hier steht ja schon so ein Bullenwagen. Und die Bestellung ist auch sehr, sehr geil. Also kann man ratzefatz beschleunigen, ist dann schnell unterwegs. Und fährt sich auch einigermaßen stabil, muss ich auch sagen, super. Aber das ist auch ein gutes Überfallauto. Ah, guck mal, Platz jetzt der Kollege. Ist ja auch noch ein bisschen tiefer gelegt sogar. So, jetzt erstmal in die Garage rein mit der Karre. Ey. Was ist hier los? Ah, okay. Die geht also nicht mehr automatisch auf. Würde sagen, wir steigen jetzt mal in die Karre hier ein. Ich muss noch kurz, wenn ich das Fenster zumachen soll. So, und jetzt machen wir einfach hier mit der Karre, fahren wir doch einfach raus und schauen mal, was die kann. Die hat mir aber selber gar nicht reingepackt. Ich weiß nicht, die war von Anfang an irgendwie drinnen. Und der sieht aber echt geil aus. Irgendwie war hier gerade echt Sounds oder irgendwas. Alter. Richtig geiler Sound. Wollen wir den vielleicht noch ein bisschen auftunen? Komm, mach mal. Das Caster ist hier. So. Die Karre, die muss einfach noch ein bisschen was bekommen. So als. Wie soll ich sagen? Franklins Race Auto. Warum ich nur 40 FPS habe? Ich verstehe es nicht. Ich konnte hier locker bis 50 bis 60 FPS auf der Grafikstufe spielen. Ich weiß nicht, was die da mit dem Patch verkackt haben. Das regt mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen auf. Ich hoffe, die liefern da bald mal was nach. Weil das kann es, finde ich, nicht sein. So, hier müssen wir rein. Was war das für eine Karre, ey? Franklin hier, Dauerkunde im Moment. Sehr geil. Der Anis Elegy Sportwagen R8. So. Erstmal reparieren hier, Panzerung. Ja, erstmal eine richtig gute Panzerung einbauen. Auch die besten Bremsen natürlich, Stoßstangen. Oh yeah. Tut die Frage welcher? Ja, machen wir so. Carbon-Splitter oder den. Aber das zweite sieht gut aus. Besserer Motor. Boah. Richtig geiler Auspuff. Ein schwarzer Kühlergrill. Oder ein freistehender, ich weiß nicht. Wir nehmen den schwarzen Kühlergrill. Carbon-Motorhaube, so. Doppel-Einlass. Motorhaube mit Einlass, Doppel-Einlass natürlich. Jetzt geht das Ganze wieder los hier. Dann nehmen wir das. So, Scheinwerfer Xeon natürlich. Und ich denke, hier kann man jetzt auch so ein Neon-Kit nehmen. Front, Heck und Seite natürlich.
Neonfarbe. Elektrisch blau. Sehr schön, Nummernschild. Gelb auf schwarz, das ist Standard, würde ich sagen. Schwarz. Machen wir grau-schwarz, das sieht geil aus. Ein Überrollkäfig machen wir auch. Das ist wirklich richtig gut. Da kann man richtig gut. Also, es ist auf jeden Fall noch stabiler. Machen wir das so oder so? Ja, so sieht doch besser aus. Einfach so lassen. Oh, cool. Seitenverkleidung 2. Ich weiß nicht. Da passiert einfach nichts. Ja, machen wir die so. Sieht am besten aus. Ein Spoiler. Niedriger. Carbon. Keine Ahnung von sich aus so drauf. Hoher Spoiler. Ich weiß nicht. Der niedrige sieht am besten aus, finde ich. Da natürlich eine super Sportfederung, damit das Ganze noch schön niedrig liegt. Ein Renngetriebe. Ein Turbo noch einbauen. Reifenzubehör, schusssichere Reifen. Und Felgentyp. Gelände, ne, passt alles nicht. Brauchen wir natürlich. Ah, Sport, was haben wir denn da? Weil Luxusklapp war immer noch am besten. Ja, nehmen wir die einfach. Felgenfarbe, können wir noch schnell irgendwas auswählen. Irgend so ein Rotton, genau. Fenster, dunkles Rauchglas natürlich, Standard. Und wir sind fertig, endlich, geil. Ich würde sagen, mit dem Auto lässt sich's gut rumfahren. Das speichern wir auch gerade nochmal schnell ab. Was haben wir hier noch für eine irgendwas Neues? So. Schnell speichern. Jawohl, da speichern wir schnell ab. Oh yeah, lassen wir uns das kurz anhören, den Sound hier. Oha. Oha, oha, oha. Richtig nice. Müssen wir irgendwie rausfahren. Dann auch die Lampen hier und oh, richtig cool. Dann die Beschleunigung und das Ding düst einfach ab wie Schnitzel. Der Wahnsinn. Also mit so einer Karre, Kollegen, gewinnst du echt alles. Franklin. Dann lass uns nochmal direkt dahin fahren, liegt auf dem Weg. Direkt mal mit unserer neuen geilen Karre in der Hood angeben. Direkt reinheizen damit und dann hoffen natürlich, dass die Karre dann nicht gestohlen wird. Jetzt komm, mach doch mal Platz hier, ey. So. Mit dem tiefer gelegt ist natürlich ein bisschen problematisch, immer dann hier irgendwo über irgendwelche Hügel rüber zu fahren. Dafür ist es definitiv nicht so gedacht, aber gut. Autsch. So, parken wir auf jeden Fall hier. Dass uns die Karre nicht abhanden kommt. Und dann gehen wir erstmal schön hier. Aber was macht die denn schon wieder? Disloyalty, what is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homeboy.
You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Oh, Nick. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. Is it $7? I said something nice. It's expensive. You want to be a greedy fucking cow? Huh? No. Now get the fuck out of here, alright? Alter, der ist so asozial. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, alright? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? Talking about the little stress thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Alter, der ist so geil. Aber können wir nicht mal irgendwie kurz hier unsere... falsche Taste. Hut. Brille. Maske haben wir keine. Das sieht doch schon geiler aus. Where's this thing happening? Down Grove Street. In der Grove Street. Sehr geil, dann fahren wir direkt da rein. Schauen, was es da zu tun gibt. We shooting shit up. Spraying some motherfuckers. I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress center? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food. Wir kaufen Drogen, damit wir kommen. Not this real in this town, nigga. Particularly where you in stress concerned. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh, first rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust. Fool won't get butt naked. I'll get whatever it takes me, old boy. Homie live up here. Hey, look, everybody be cool, man. Lamar about to do his thing, all right? Hä, hat das jetzt eine andere Gang hier eingenommen oder was ist hier los? Irgendwie schon, ne? Hey, be on point, this fool janky. Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Hey, give me the back! Whoa. Oh, what the whoa, fuck? Whoa. Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. Oh. Fucking hustler. Diese Wichser, ey. Die kriegen jetzt auch Schnauze, sag ich euch, ey. Ihr habt mal gar nichts zu melden hier, ey. Ihr wollt uns verarschen? Ihr wollt uns verkackeiern? Ach, wir dürfen nicht einsteigen, wir müssen schießen, okay?
kein Problem. Damit habe ich überhaupt kein Problem, Leute. Wir müssen zu Trevor den Rage-Modus wechseln. Alter. Trevor, die geile Sau, ey. So, los geht's hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wir müssen vorrücken, schneller. So, machen wir Platz, Kollegen hier, wir müssen weiter. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Es ist heute so klar, dass die uns wieder verarschen wollen. Ich meine, so ein Deal hat mit Lamar nie geklappt. Wäre echt was Besonderes, wenn es irgendwie einmal klappen sollte. Weil es nur einmal oder so. Komm, wir müssen hier weg. Zack, ich jetzt. So, wir wechseln. Los, jetzt, zack, zack. Get the sea shark. Put your fucking hands up. Einfach mal mit den Tussen hinten drauf. Was macht die hinten drauf, ey? Oh oh. Der muss mal weg hier, komm. Okay, der hält eh an. Wir müssen irgendwie den Heli da wegkriegen. Ich weiß nicht, hat Franklin vielleicht noch irgendwie. Okay, der hat eine Mikro-MP. Verliere Lama und Trevor nicht. Ja gut, dann fahr ich einfach mit denen. Komm, fahrt doch mal jetzt schneller, ey. Fahren wir so langsam. Wir müssen uns ranhalten, Leute. Die sind uns auf den Fersen. Die schießen auf uns. Trennen wir uns? Ja, trennen sieht doch auch anders aus. Okay, ich kann nicht höher schießen. So, ich fahr weiter. Irgendwo muss ich ja mal hin, dass ich. Okay, die hängen jetzt an dem anderen dran. Hoffe ich zumindest. Nee, die fahren wir hinterher, Mist. Ist hier irgendwo eine Bucht oder so? Ich fahre einfach mal außen rum, ich hoffe. Vielleicht gibt es hier irgendwo. Sowas wie eine Bucht, eine Höhle. Ich weiß es nicht. Der Helikopter dreht ab, kann das sein? Haha, der dreht ab. Die Boote werden mich hoffentlich auch nicht finden. So, jetzt schön da hinten zwischen die Klippen. Oder einfach an den Strand mal schnell. Sehr schön. Hier sind sogar Fahrzeuge bereit. Ganz alleine hier, oder was? Bestanden, sehr schön, so muss das sein. Die Stadtsafari bestanden. Mal wieder eine Drecksidee von Lamar, die mal wieder nichts gebracht hat. Ich würde erstmal sagen,
Mit dem Typen machen wir ein Selfie. Ja, komm mal her, Kumpel. Warte mal. Oh. Who cares? Why don't I see what the cops think about this? Was denn? Fuck this dude, I'm calling 5-0. Yeah, hello? I need a uniform down here right now. Oh oh. Der Spaß hat die Bullen gerufen. Kann nicht sein, oder? Ich meine, warum? Warum zur Hölle ruft er die Bullen? Ich habe nichts gemacht. Komm. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich versuche jetzt, hier irgendwie noch zu flüchten. Den Stern wegzukommen, wegzubekommen und dann sehen wir uns einfach, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, haut rein.